Turniertages, bevor es dann gleich weiter mit dem Finale des Harting Azubi Cups geht. Auch das werden wir natürlich hier für euch begleiten. Aber zunächst widmen wir uns hier den Rheinländern und den Wölfen. 10. Teilnahme für Wolfsburg. Einmal im Finale 2016, da haben sie gegen Leipzig verloren. Die Kölner, 19. Teilnahme, das heißt nur einmal nicht dabei gewesen. Dreimal im Endspiel. 2001, 2009 und 2018. Und 2018 konnten sie das Ding hier zum ersten Mal gewinnen. Mit einem 5:0 gegen Borussia Dortmund. Also der Titelverteidiger greift hier als letztes in diese 20. Ausgabe ein. Und wir sind gespannt, wie sie sich in diesem Jahr präsentieren. Erster Schussversuch hier. Da haben wir den Trainer der Kölner, Manuel Hartmann, 34 Jahre, 106 Zweitligaspiele gemacht, unter anderem für Kiel, Ingolstadt und Koblenz aktiv gewesen. Also auch eher ein Ex-Profi hier an der Bande, sicherlich nicht ganz so prominent wie vielleicht Bastian Reinhardt oder Willi Landgraf. Hier Schussversuch von Kölns Keeper Jonas Urbik. Urbik hier wieder mit einbezogen. Also Köln baut mit dem Keeper auf. Drei Spieler vorne. Sind so die beiden Grundsysteme. Entweder 2-2 oder der Keeper wird mit einbezogen. Dann ist das Schussversuch hier. Köln also bestimmt hier zu Beginn des Spiels so ein bisschen die Musik. Im Tor der Wolfsburger Johann Danke. Vier Sekunden waren abgelaufen. Jetzt wird es spannend, die Wolfsburger wechseln. Eigentlich müsste Wagner jetzt schon zählen. Hat das nicht gemacht. Das wird wichtig sein, dass die Schiedsrichter das natürlich gleich auslegen und nicht unterschiedlich agieren. Denn eigentlich, sobald der Ball liegt, beginnt das Zählen. Wenn der Gegner da nicht auf der Platte ist, ist das sein Problem. Groß oder klein, je nachdem, wo der Ball dann liegt. 10 Meter vom eigenen Tor, sicherlich nicht so angenehm. Oh, das könnte ein teurer Ballverlust gewesen sein. Ah, den übergelegten Ball bekommt da Marlo Moretti nicht so verarbeitet. Wolfsburgs Nummer 10. Kein gefährliches Spiel, das geht so durch. 2 gegen 1, jetzt klasse rübergelegt und dann wunderbar pariert. Das war eine ganz wichtige Parade von Johann Danke. Und da kommt die Faust. Jetzt sehen wir es nochmal. Klasse rübergelegt und dann groß gemacht. Linken Arm ausgefahren. Riesenmöglichkeit, die erste im Spiel für die Kölner. Während der Ball hier in die oberste Etage geht.
ist der Schuss sehr weit weg von Thomas. Die Kölner haben ihren erfolgreichsten Torschützen bisher mitgemacht in der Saison. Namori Noel Cissé. 10 Tore hat er gemacht. Hier aktiv mit der Nummer 15. Werden wir gleich, wenn er auf die Platte kommt, uns nochmal anschauen. Cissé, der erfolgreichste Torschütze der Kölner mit 10 Treffern. Auch Florian Engelhardt. 7 Treffer hat er gemacht in der Mittelrheinliga für die Kölner. Auch er dabei. Die Nummer 10, also Nummer 15 und 10. Zwei sicherlich sehr, sehr interessante Spieler beim 1. FC Köln. Die erste Möglichkeit für Kölns Nummer 9, Marco Stüttgen. Das intensive Ganzduell, Stüttgen legt den Ball zurück auf Jonas Urbig. Da ist wieder Urbig. Unsauberer Ball, da war Stüttgen schon eingelaufen. Kann Wolfsburg daraus Kapital schlagen. Ist noch nicht so richtig zum Tor gespielt, die Wolfsburger. Ah, da wäre ein schneller Ball wichtig gewesen. Jetzt die Direktabnahme, klasse gemacht. Wieder toll pariert von Danke. Abstand muss eingehalten werden, sagt Schiedsrichter René Pascal Wagner von Tura Espelkamp. Urik schießt da den eigenen Mann an und der Ball wird genutzt. 1:0 für die Wölfe. Torschütze Oliver Nawe. Oh, das war bitter. Dann wird Keeper klären, schießt seinen eigenen Mann an. Und dann kann ins leere Tor eingeschossen werden. 1:0 für den VfL. Nicht ganz verdient, aber jetzt die Riesenchance im Ausgleich. Und da ist der Ball drin. Carlo Kettig. Mit dem Jubel. Wunderbar vollendet. Und das Trömmelsche erklingt hier zum ersten Mal. Kölle Alaf. Also schnelle Antwort der Kölner. Klasse rumgedreht, gute Dynamik, aber den Abschluss dann nicht mehr gefährlich hinbekommen. Wolfsburg immer wieder dann mit Tempo nach vorne. Wo ist angehalten? Wieder der Abstand eingefordert von Wagner. Ball geblockt. Gibt es hier noch einen Sieger in dieser Partie? Das war wunderbar gemacht, aber wichtig geklärt hier durch Oliver Nawe mit der Nummer 6 vom VfL.
Köln stellt ja den ersten Topscorer des Turniers. Und es gibt eine Videobotschaft von diesem ersten Topscorer auf den Kanälen Facebook und Instagram. Friedrich Cup da natürlich vertreten. Lukas Podolski hat da eine Botschaft hinterlassen. Schaut doch gerne mal rein. Und wenn ihr irgendwas habt, FWC19 mit dem Hashtag versehen. Und ihr seid dabei. Der Friedrich Cup auf Facebook und Instagram. Wie gesagt, mit Lukas Podolski, dem ersten Scorer, Topscorer des Turniers, der spätere Weltmeister. Und ist in Wirklichkeit ruhig geblieben. Und das war wunderschön gemacht durch Namori Cisse. Und das ist der Top-Torjäger der Kölner. Mit 10 Saisontoren in 13 Spielen. Und man sieht hier warum. Wunderbar gemacht. 2-1 für die Kölner. Aber fast die Möglichkeit zum Ausgleich für die Wölfe. Kommen die Kölner da nochmal ran. Über die Bande gespielt, per Kopf. Der Ball ist im Tor, wieder Cisse. Ja, der weiß, wo ein Torjäger stehen muss. Da freut er sich. Kriegt der Strahlen kaum aus dem Gesicht. So, über die Bande, per Kopf vollendet. Wunderbarer Treffer. In der letzten Minute dieser Partie. 3-1 für die Kölner. Und das ist verdient insgesamt. Doppelpack gleich hier für den Spieler, den wir schon zu Beginn der Partie in den Fokus gerückt haben. Hat sich gelohnt. Könnte einer der spannenden Spieler in diesem Turnier werden. Nächster Ballgewinn für die Kölner jetzt. Nächste Möglichkeit. Und nochmal Eckball. Das dürfte es jetzt gewesen sein. Gute 30 Sekunden vor dem Ende. 2 Tore Führung auch für die Halle. Wobei die Kölner jetzt das Tor einmal freigeben, aber der Ball geht an die Hallendecke und somit Freistoß für den ersten FC Köln. Der Trainer der Wölfe etwas bedient. Aber das geht schon in Ordnung, das wird auch eher eingestehen. Das war's. Die erste FC Köln gewinnt den Auftakt gegen Wolfsburg mit 3-1. Wir melden uns gleich zurück mit dem Endspiel beim vierten Harting Azubi Cup. Wobei, wir schauen noch ganz kurz auf die Tabelle. Wie schaut es aus? Wir haben ja den Modus. Die Mühlis nach dem 0-3 ganz am Ende. Wir bilden ja aus allen vorigen Partien eine große Tabelle und den Zwischenstand haben wir einmal hier eingeblendet, wobei das Duell zwischen Köln und Wolfsburg noch fehlt. Jetzt aber melden wir uns gleich zurück mit dem Azubi-Cup-Finale. Bis gleich.